So, Kinder, die geschissene Kotz geht natürlich schon wieder auf. Wir müssen Geld verdienen, um die nächste Attraktion zu kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Die kostet aber 12.000. Ich weiß aber, dass alle Fahrgeschäfte gut besucht sind und noch gut instand sind. Ich bin ja gerade echt beim Überlegen, ob ich nicht da war. Was kostet mit der Mitarbeiter? 6.000, Alter, ist halt schon heavy. Und der? 4.000. Naja, wenn ich 70 Dollar verdienen würde, könnte ich beide Mitarbeiter kaufen und würde mir somit sehr viel depperte Arbeit ersparen. Dann hätte ich mehr Zeit für Reparaturen und so. Wisst ihr, was ich meine? Achso, man, da haben wir ja auch schon ein Problem, gell? Der Hund hat ja kein Eis mehr. Gottes Willen. Und das Problem ist, Eis ist ja gleich... Ja, scheiße. Jetzt sollen sie einmal... Ich muss nur ganz schnell noch... Gebt es mir noch 70 Dollar. Dann hol ich mir den auch gleich. Ist ja scheißegal, ob ich den Mitarbeiter habe. Ich will einfach, dass das automatisch läuft. Schau, wie der da hinten die Kinder wegprügelt. Da liegt schon wieder eins im Dreck. So mag ich das. Klippen nicht vergessen, gell, Leidels? Das sollen die Leute alle verprügeln, damit ich nachher in Ruhe... So, passt. Und jetzt holen wir uns noch den Vorgeschäftsleiter. Und dann laufen die Sachen automatisch. Und ich muss nicht jedes Mal... durchschauen, ob jeder seinen Eintritt gezahlt hat und starten, ob alle Leute drin sind. Und dann müssen wir Eis kaufen. Wie schaut es im Parkplatz technisch aus? Wir haben ja echt schon viel gekauft, gell, aber es wird halt immer mehr Leute, was auch gut ist. Und der Park schaut auch echt schon geil aus. Schauen wir uns den einmal vor, Oma. Ich kann nicht. Ich bleibe jetzt immer da steil. Er wird mir hoffen, weil es das letzte Mal meinen ganzen Tag braucht, bis das Riesenradl einmal sich angefangen hat zu bewegen. Sag einmal, fährt das überhaupt nicht? Kann ich wieder raus? Da habe ich mir was eingebracht. Ich komme gar nicht raus. Hallo? Das heißt, ich muss. Also, Ausfahrt, wo ich jetzt schon. Bringt ja nicht. Ah, nein, das ist mir schade ums Geld. Aber wie, Alter, der Park läuft immer besser. Sollte man vielleicht noch ein bisschen Dekoration wieder kaufen da? Mehr da um mich. Wir können noch so viel ausbauen. Schaut sich das an, wie groß der Park noch werden kann, Alter. Bist du ganz hinten, Alter? Beim 200er weiß ich schon, wo meine Plätze sind. Oh, das tut mir gewöhnt sich drauf, tatsächlich. Lass mich den Tag einmal durchrennen. Am nächsten Tag müssen wir Eis kaufen. Damit man wieder mehr, der Eislohn macht echt viel Umsatz. Und vielleicht müssen wir dann auch mehr Geschäfte, da drüben würde ich tatsächlich noch ein Fahrgeschäft aufmachen wollen, ne? Damit da eben die ja, Arcade- und Automatengeschäfte bleiben. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein Geschäftsmann. Depperter, Alter, in deinem Alter hast du mit Schusswaffen aber noch nichts zum tun, Alter. Was ist denn los mit dir, Kleiner? Wir sind gegen Gewalt! Ja, überhaupt nicht der kleine Bub mit dem Gewehr am Anhand rennt. Ja, überhaupt, Alter, jetzt stell dir vor, der Drazi. Keine Eltern dabei, gar nichts. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, weil wir sind eindeutig gegen Gewalt. Die Super Mario Bros. Zu holen auf der Switch. Ist normales Super Mario Bros., das kann man ja nur zu zweit spielen oder alleine. Ne? Und ich weiß nicht, ob die Leute feiern Mario Kart, weil ich euch alle fluch, beschimpf und eskaliere. Mario Party kann auch richtig eskalieren. Und Smash Bros. Können wir gern wieder mal spielen, aber da muss ich halt wirklich erst reinkommen. Aber was mich interessiert, aber sowas wie Mario Football oder Mario Tennis gibt's für die Switch noch nicht oder gibt's das schon? Weil das waren Spiele mit mehr Spielern, die konnten richtig eskalieren. Zu sechst, oder? Was? Mario Bros? Was? Ja, Maxl Gaxl. Ja, was? Ja. Ja, gehen. Sprich in Sätzen. Sorry, war nur eine Frage. Würde gerne wieder mitspielen, wenn es kein Problem ist, dass ich leider nicht mitreden kann. Wieso kannst du nicht mitreden? Hast du gestern auch geredet, oder Moonlight? Schönen guten Abend. Alter, schaut euch das an. Die packen mir die ganzen Parkplätze, die Schwammerlköpfe. Schaut euch das an! Wie spät ist es? 13.13 Uhr. Alter, wir werden jetzt eine richtig fett Kohle scheffeln. Dann nehmen wir noch einen richtig fetten Kredit auf und dann bauen wir die ganze Sch*** mal aus, oder was? Mal schauen, was wir noch machen.
an und für sich bin ich ja eh schon relativ zufrieden. Ne? Schaut, wie es auf einmal alle rauskommen, Alter. Jetzt gehen wir mal, jetzt rammen wir da zusammen. Kommt her, Kinder, Alter. Da kommt keiner vorbei. Jeder, der jetzt aussieht, wie ohne dass er sich vor einem Burger geholt hat, kriegt einen aufs Maul. Ich schwör, ich hab was gesagt, Depperter. Du sollst einen Burger, Alter, wie viel Satzen hier? Da, schau die vorhin, wie die fliehen. Du hast auch keinen Burger gefressen. Und du auch nicht. Im Krankenhaus und hab Zimmerkollegin. Achso, du spielst vom Krankenhaus mit, Alter. Was ist denn da los? Aber die zahlen sie aus, gell, der Kasperler. Ich muss nur ganz wichtig schauen, dass sie die Fahrgeschäfte nicht kaputt machen. Versteht ihr mich? Weil wenn die hin wären, nichts gut disse. Also das heißt, ich muss schauen, dass die Fahrgeschäfte auch am Ende des Tages repariert werden. Geilste Spiel derzeit. Ich find's wirklich nicht, Alter, für das Geld, Leute, holt es euch auch bitte. Es macht richtig Bock. Wir haben ja noch nicht annähernd alle Fahrgeschäfte. Wir haben ja zum Beispiel die Achterbahn noch gar nicht freigeschaltet, auf die habe ich schon richtig Bock. Die Wärter verkloppen auch. Ja, ich weiß, Klopapier, ich habe schon ein paar Mal zugeschaut, wie der Django da die kleinen Kinder quer über die Wiesen mit seinem Baseballschläger. Ich meine, wie einladend muss das für einen Menschen sein, wenn er in den Vergnügungspark geht und bei jedem Fahrgeschäft steht einer mit einem Baseballschläger. Wie einladend. Du glaubst, der Vergnügungspark gehört der italienischen Mafia. Vielleicht gibt es ja ein Fahrgeschäft, wo einer mit Zigarrenabschneider steht, der was da in den Daumen anzwickt, wenn du ohne Karten einigest. Das Autodrom will ja dann nicht so richtig anlaufen, ne? Wir haben, ich hab gesagt, immer so mal 8. Drama an, hätte ich gesagt. Jetzt ist 15 Uhr, ne? Da haben wir noch ein bisschen. Macht's mal deine Automaten, ich bin noch ein sicher den ganzen Abend damit beschäftigt, die ganze zum Reparieren. Die Codes gehen mal schon mal, Alter. Gott sei Dank vermehrt sich den nicht. Schaut, was die Müll machen. Aber ich habe noch nicht einmal gesehen, ob es einen Mülleimer in dem Sinn gibt. Ich glaub's nämlich fast gar nicht. Muss ich noch mal schauen. Macht jeder auf jeden Fall richtig Bock. Was denn? Erfolg abgeschlossen, den holen wir uns, ne? Der war bei C. Genau. Ja, Kinder hatten schon ein bisschen mehr Kohle dafür springen lassen muss. Den Wert des Parks steigern. Wir sind jetzt bei einem Wert von 31.850. So nicht die Welt. So wie das. Das Problem ist, ich meine, ich muss noch schauen, mit den ganzen Fähigkeitspunkten und so kannst du ja viel arbeiten, dir erleichtern. Und wenn du da irgendwo einen Roboter und so leisten kannst, ist auch schon viel. Oha. Halt der noch durch bis 18 Uhr, oder? Ich hoffe, ich will nicht vorher reparieren, gell. Depper, da geh um mit zum Unanautomaten, der wird bald hin. Seh fix noch mal. Wenn du da jetzt zuber gehst, ich schlag dir die Schädeldecken weg. Also jeder, der da spülen will, kriegt einen aufs Maul. Habt ihr mich verstanden? Weil ich mag jetzt nicht reparieren. Ich kassiere erst am Ende des Tages ab. Ich glaube, die sind gerade alle aus dem Karussell gegangen. Hey, schieb mich nicht um einen Hund, Depperter, was ist denn, Alter? Willst du watschen? Ich glaube, ich spinne, Alter. Siehst du mich mit dem Baseballschläger und rempelst mit Depperter an, du Fötzünder. Ich glaube, Alter, da traust du ja durch. Ganzen Gefraß da und Gesindel. Da, der kleine Sauschädel, was wieder seinen Burger alleine frisst. Was sind deine Eltern? Was sind deine Eltern? Was sind deine Eltern, hab ich dich gefragt? Ich find's ja cool, dass du die Leute, solange sie halt nicht im Fahrgeschäft eine Tickets gezahlt haben, wenn du das da random verprügelst, kriegst du keine Minuspunkte. Wie schaut meine Wertung eigentlich aus? Kriegt man das? Gibt's da Beschwerden, wenn ich die Leute verprügel? Ich schau mal ganz kurz. Parkmanagement. Oha! 4 Sterne haben wir schon, Alter! Der Gen-Park hat mittlerweile schon 4 von 5 Sternen. Wir sind einfach geil. Schaut euch das an. Wunderschön, oder? Wunderschön. Bester Name überhaupt. Alter, wenn der in Wien öffnen wird, wird der Bruder, glaube ich, pleite gehen. Ganz einmal. Sag euch, wie es ist. Der Bruder wird dicht machen. Wenn der Gen-Park in Wien aufmachen wird, war der Bruder binnen 2 Monaten pleite. So, wie lange haben wir noch, Alter? 17 Uhr? Alter, sonst vergeht die Zeit immer so schnell. Und jetzt da braucht das alles so ewig. Essen? Ah, no, ist nicht so tragisch. Aber ich werde mal da, gönnen wir uns halt einen Burger. Ich finde es zwar frecher, dass ich die kaufe und dann zahlen muss, aber ja, warum nicht, ne? Also ich darf 2 Mal zahlen, um meinen Hunger zu stillen. Alter, draußen donnert es echt. Leute, wenn ich weg bin, liegt es nicht an mir. Da draußen geht gerade ernsthaft die Welt unter. Servus Nexus, du alter Cheater. Du geile Butterblume, du Schöne! Wie viel Kohle ist denn da schon drin?
800, oh, das geht aber. 800, wie viel hat der? 600, okay, und der? Oh, jetzt fängt der auch scheiß Nebel an. 700, okay, okay. Wie viel hat der? Ja, da spült sich schon was ein jetzt, aber die Leute. Alter, das Karussell ist auch schon oft benutzt worden. Naja, vier haben wir noch. Bis zum Ende des Tages geht es. Das spülen schon was ein, die Automaten, das muss man auch sagen. Aber mit dem Karussell? Ja, da geht schon was zusammen. Da geht schon was zusammen. Sehr geil, sehr geil. Ich würde tatsächlich auch gern gleich den Barschen dazu kaufen, wenn ich mir die nächste Attraktion hole. Aber dafür braucht es halt viel Geld. Und es geht halt auch wieder viel Geld auf, wenn wir jetzt alles reparieren gehen. Ne? Muss man auch sagen. Und mir brennt mein. Wie schaut's aus? Ja, die Automaten sind halt eher Peanuts im Verhältnis, aber auch Kleinvieh macht Mist, heißt es immer so schön. Alte Bauernweisheit sagt, wer reinschläft mit Popo die Graz, der aufwacht mit Finger, die stinkt. So, könntest du die Facecam ein bisschen ober tun? Entschuldigung, ich tue da die Facecam ein bisschen ober, werter Herr. Ist es genehm so für Sie? Der Kleine, danke für 100 Bittis. Liebe geht raus, du geiler Rotz, Alter. Geht schon wieder Hype Train oder was? Nein, ist noch zu früh. So, Alter, wie spät ist? Nein, 10 Sekunden dran wir durch, ist mir wurscht. Damit wir auch noch die Geschäfte reparieren können. Und geschlossen. Passt. Schleicht euch! Aus, hier hab ich gesagt! Der Park hat zu, du kleiner Frotz! Verpisst euch aus die Vorgeschäfte! Geh heim! Du sollst heimgehen! Es ist zu! Schleicht dich aus, ich will da reparieren! Verpisst dich da oben raus! Oder ich erwisch dich! Alter. Du kleiner Sch**, der klappt da oben, bist sicher von mir. Geht's heim! Meine Güte, starten wir heute die noch einmal, damit sie sich schleichen. Wie viele sind da drinnen? Oh, vierer. Ja, dann reiß halt einmal noch an, damit die endlich geil kann. Und die sollen da am Hucken bleiben bis am nächsten Tag. So! Gehen wir schnell durch mit dem Reparieren und Kassieren. Was tust du noch da? Kleiner, es ist zu! Geht der Hund noch fressen? So. Also, mal ankassieren, sonst geht nämlich nichts reparieren. Wow, $500, Alter, die Burger sind aber richtig scheiße. Da ist gar nichts gegangen, logischerweise, weil nichts zum Verkaufen da war. Aber gehen wir halt einmal zuerst ankassieren, damit wir wissen, wie das Budget ausschaut. Und dann gehen wir durchreparieren und werden feststellen, dass uns die Zeit davor rennt. Das ist, Alter, wenn das so extrem ist, mit dem Reparieren kann ich wahrscheinlich jeden Tag schon eine E-Mail zusperren, dass ich jetzt ankomme. Aber es kommt schon einiges an Kohle zusammen, muss man auch dazu sagen, gell? Schaut euch das an. 15.000 Eier immerhin. Ein Tag noch. Wir müssen jetzt alles reparieren. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt alles repariere, wie viel Geld am Ende überbleibt. Okay? Ich hoffe, es geht sich von meiner Ausdauer her, das wird eng. Ich glaube, ich werde mir ein bisschen bessere Ausdauer zulegen, weil aber die Fähigkeitspunkte kosten mehr Kohle. So, das haben wir mal repariert. Das Problem ist, wenn ich die Reparaturen nämlich nicht jetzt mache und noch einen Tag laufen lasse, kann es da passieren, wenn du nicht aufpasst, dass eins von den Vorgeschäften zerreißt. Dann ist nicht nur das Vorgeschäft weg, sondern der Page dazu auch, der was auch einen Haufen Knädel kostet. Und dann kannst du alles noch einmal kaufen. Deswegen ist es gescheiter, zu viel reparieren als wie zu wenig. Aber es geht schon gut Geld auf bei der Reparatur, wenn du alles herrichst. Dann muss ich die Bestände wieder auffüllen. Also im Prinzip wird unterm Strich nicht die Welt überbleiben diesmal. Aber wenn wir jetzt schon sehr viel gemacht haben, dann wird es am nächsten Tag vielleicht besser. Mal schauen, ich hoffe. Und dann müssen wir halt auch wieder alles ausbauen. Ne? Also sprich, wieder mehr Automaten, besser, noch mehr Attraktionen, da wo man Kohle verdient, mehr Parkplätze, dass mehr Leute einer kennen. Das ist der ewige Kreislauf der Geldgier. Guten Abend, der kleine Big BD. Danke auch für dein Abo übrigens. Es ist der ewige Kreislauf der Geldgier. Er lebt in dir! Wer kennt's?
Wer kennt's, Leute? Wer kennt's? Hey, ich bin bewusstlos geworden. F*** you, Alter! Hey! Kinder, Alter, wer hat denn da weiter da? Ich bin nicht einmal fertig mit dem Automaten reparieren. Das war jetzt mein Eigentor. F*** you. Das zweitgeilste Lied wollte ich eigentlich auch gerade sagen, aber jetzt bin ich da ein bisschen unangenehm überrascht worden. Ist nämlich das Verbannung vom Zwaradal. Ist auch so geil, oder? Wer kann sich auf die Lieder erinnern? Oder König der Löwen 2 ist in meinen Augen nichts schlechter wie der Anzertal. Im Gegenteil, teilweise sogar besser. Und ich weiß auch, was ich mir heute auf die Nacht wieder einziehen werde. Weil jetzt habe ich mich selber wieder mal spitz drauf gemacht. Kennst den Film aber schon, Chiara, oder? Sag jetzt nicht nein. Weil dann hast du Pflicht. Für deinen Namen ist das eine Pflicht, den Film zu schauen. Na, wenigstens sind die gräberen Apparaturen repariert worden, so dass ich... Hab ich deiner schon repariert? Ja, oder? Ja. Die Automaten sind... Der ist repariert, der ist noch nicht repariert. Ja, der hat 65. Ja, reparieren wir. Ja, dann lassen wir die Leute gleich einer drauf, ich muss Geld verdienen. Noch nie geschaut, Wiesel? Alter, bitte, Leidels! Schaut euch in Zwaratal von König der Löwen an. Chiara, der Löwenbaby vom Zwaradal ist dein Namensvetter, also schau dir den Drecksfilm an und glaube mir, wenn du ihn eins am Engel hast, dann wirst du ihn Zwara genauso feiern. Ehrlich, wirklich, ist kein Scherz. Ich bin der Meinung, dass der Zwara nicht schlechter, im Gegenteil, vielleicht sogar in gewisser Hinsicht ein Tacken besser ist. 70, 80, den brauche ich eh noch nicht reparieren, passt schon. Tretet ein, bringt viel Kohle und Stress herein, ich bin Baseballschläger für euch alle. Ich kann euch eh die Gesichtsfalten ausmassieren. Also, ich weiß schon, was ich noch brauche. Genau, ich brauche nämlich unbedingt noch Reserven. Verbannung, die Schande, Verrat, Skandal. So, wir nehmen noch einmal da Burger, Hot Dogs und 2850 für verschärfte Eis, Alter. Es ist ja Frechheit. Für mich sind's, wobei ich sagen muss, der Dreiertal ist in meinen Augen, obwohl, bei dem geht's nämlich hauptsächlich um Timon und Pumba, in meinen Augen ist der Dreiertal der schlechteste, es tut mir leid. Also, gefällt mir überhaupt nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich so sagen, es tut mir leid für alle Timon und Pumba-Fans und die Serie war vielleicht auch witzig, aber ich bin ehrlich zu euch, jetzt habe ich zwar wieder die ganze Kohle aufgeprasst, aber vielleicht kriege ich mehr zahlende Kunden, wenn ich mehr Parkplätze schaffe. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt da Fahrgeschäften abhängig ist, dass Leute kommen oder Parkplätze abhängig ist, aber sie rennen mir die Bude ein. Und weil es gerade so gut läuft da, zeige ich euch jetzt schnell, da ist ein zweites Lied, was ich euch sagen wollte. Das ist richtig geil in meinen Augen. Ist okay für euch? Ist okay. Geht ja gleich wieder weiter. Weil ich muss jetzt 10 Tage abwarten, es ist 11 Pass genau. Schaut's her. Geht schon. Ist das soweit für alle? Ha, sieh mal, du, komm. Alter, da schaut's aus, Alter, wie beim Saubermachen am Freitag. Was ist denn da los? Da werden wir mal zusammenrahmen, ihr kleinen Glaubt ihr alle, das ist eine Müllhalde oder was? Du bist auch schuld! Friss dein Scheiß woanders, du Fadelpappen, schau dir das auch! Interessant, Kobo ist Swahi für Narbe, genau wie Ska Englisch für Narbe ist. Jetzt war's das. Ja, und auf jeden Fall würde ich jeden von euch, der schon ein Anzertal anscheinend kennt, aber nicht einmal gewusst hat, dass es ein Zwaratal gibt, bitte schaut euch in Zwaratal an. Ich schwöre euch, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr ein Anzertal gefeiert habt. Ehrlich, das ist mein voller Ernst. Das ist nicht nur Scherz, das ist mein voller Ernst. Weil der Zwaratal ist einfach gut. Und jeder, der was anderes behauptet, redet einen Stoß. Bis jetzt hätte ich noch keine Mistkübel gesehen, aber ich werde mich noch mal drum kümmern. Jetzt sperre ich eh gleich wieder... Jawohl, da verprügelt er die Kinder. Jetzt sperre ich eh gleich wieder zu, damit ich zusammenrahmen kann. Also damit ich reparieren kann, wobei der ist nur zweimal gefahren, den brauche ich noch nicht reparieren. Wie oft ist der gefahren? Auch nur zweimal brauche ich auch nicht reparieren. Einmal, ja passt, dann brauche ich den noch nicht reparieren. So, passt. Jetzt fahren sie alle gerade noch einmal. Das ist genau der Zeitpunkt, wo ich zusperre, damit die Leute, wenn sie fertig sind, sich schleichen. Perfekt. Und ich kann jetzt abkassieren. Habe mein ganzes Geld natürlich verprasst. Gerade vorher für
die Einkäufe. Habe jetzt natürlich auch wieder einiges an Kohle nicht eingesammelt, weil ich zwischendrin zugesperrt habe, damit ich ein bisschen reparieren kann, was wieder voll im Assist war. Aber ja, schauen wir mal, wie viel Geld das ich diesmal mache, weil wir wollen ja irgendwann ein neues Fahrgeschäft aufbauen. Aber das mit König der Löwen habe ich gerade jetzt nicht so... Leute, Hype Train geht übrigens, gell? Also, ihr wisst, es gibt eine Woche die Tastatur und ich freue mich natürlich über jeden Support. Aber ihr müsst nicht. Ich wollte es euch nicht gesagt haben. So, Burgerlohn. Wie viele Reserven? 27? Das, ja, gehört auch aufgestockt. Und Eis ist wahrscheinlich eh schon wieder fast weg. So ist es, gehört auch wieder aufgestockt. Aber bringt halt auch fett Kohle, das Eis, muss man auch dazu sagen. König der Löwen, der Zwarertal, bitte, gell? Nicht der Anzertal, der Zwarertal. In Anzertal kennen eh fast alle, komischerweise, aber vom Zwarer und viele Leute da im Check gesagt, sie kennen ihn gar nicht, sie haben noch nie davon gehört. Was mir schon suspekt genug vorkommt, wenn man wirklich behauptet, man kennt in Zwarertal von König der Löwen nicht. Gibt es dann nicht noch einen dritten? Ja, gibt es, aber von dem muss ich persönlich sagen, heute nichts. Der dritte Teil hat nichts mehr mit König der Löwen an sich zum Tor oder mit der Storyline, sondern da geht es nur darum, wie Timon und Pumba den ersten Teil erlebt haben und ich glaube auch im zweiten Teil oder so. Den habe ich genau einmal gesehen und das hat mir gar nicht taugt. Das hat mir gar nicht taugt. Muss ich ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß, viele Leute mengen Timon und Pumba und ich habe mit den Charakteren kein Problem, aber ich habe sie nicht so gern, dass sie den kompletten Dreierteil von König der Löwen einnehmen. Muss ich auch sagen. Das ist in meinen Augen, ist es das nicht wert. Ja, siehst du, Kleininger, da sind wir gleicher Meinung. Deswegen statt ein Hype-Trend. Warte, wie viel haben wir da? 60 passt. Kannst du? Danke. Ich will die nächste Fahrgeschäft nämlich kaufen. Und ich will ja gleich einen Barschen dazu kaufen. Und ich muss ja gleich wieder Eis kaufen. Also es wird nicht viel Geld überbleiben, aber ich glaube, dass wir mit dem nächsten Tag genug Kohle über haben, dass wir dann das neue Fahrgeschäft kaufen können und dass wir dann gleich den Pagen dazu kaufen können, dass ich nicht immer kontrollieren muss, ob sie jeder Vorkarten gehört hat. So, da. Virus, bist du eigentlich da, weil du mitzocken willst heute bei Mario Kart oder weil ich weiß, dass du schon wieder was daheim sitzen hast, das was wahrscheinlich nicht ruhig sein kann im Hintergrund. Kanalwarnung. Fabi, wer hat eine Kanalwarnung? Ich? Ach so, ja, Antwort, Kanalwarnung, wie alt bist du? Das wollen wir wissen, das ist die Kanalwarnung. Hey, Pommes, danke für den Sub. Der Thomas, sag ich, der Pommes legt vor, Leute. Liebe geht raus. Oha, jetzt muss ich aber schnell da, sonst da wäre ich bewusstlos. Ich muss wirklich im Park schauen, mal 7:30, 8 spätestens zu dran, damit ich alle Fahrgeschäfte reparieren kann, ohne dass ich in Unmacht falle. Aber dafür habe ich halt am nächsten Tag so gut wie keine Arbeit, wenn ich das gleich am Abend, bevor ich Link mache. Weil wenn ich das immer nebenbei gleich am Abend gehe nach Hause, ja, jetzt lass mich das noch fertig reparieren, geschüttelt oder glaubst du, ich will hinige Automaten haben. Stresst es mich nicht. Ich weiß, dass ich miert bin, jetzt muss ich aber echt schnell sein. Ich glaube, die Bestellungen bezüglich Burger und Eis und so muss ich am nächsten Tag in der Früh machen, weil sonst da haben wir ein Problem. So, jetzt ganz schnell. Und passt. Ja, die sind ja auch noch nicht repariert. Okay, ich muss um 7 zusperren. Die kann ich jetzt nicht mehr reparieren, sonst falle ich wieder in Unmacht. Schaut euch das an, Gameback. Ich bin noch immer nicht in Führung. So, das nächste Fahrgeschäft, was wir uns holen werden, wird der. Alter, schaut, wie teuer das die werden, Alter. Alter, der 12.000, dann 30, 48, 90 und 120.000. Ich glaube, die Bank kann da nicht mehr wie 10.000 gewähren, gell? Das ist halt schon ein bisschen. So, jetzt nur noch schnell da. 25, 25 und. Nochmal 25, passt. Und jetzt. Jetzt den ganzen Tag zusammensparen, damit wir dann gleich das neue Fahrgeschäft mit dem Paschen kaufen können. Ich überlege zwar schon einerseits, ob ich da mehr... Wie schaut es aus mit den Fähigkeitenpunkten jetzt? Ganz ehrlich, ich will das jetzt wissen. Weil wenn ich nämlich... Warte, wo ist denn das? Es gibt da eine Fähigkeit. Da.
Reduziert die Anzahl der Ausfälle? Na, das wollte ich nicht wissen. Adrenalinspiegel, das wollte ich auch nicht. Wobei mehr Ausdauer oft erhöht die Laufgeschwindigkeit. Das brauche ich nicht. Aha, Trinkgeld. Sammelt automatisch die verdienten. Ah, der sammelt nur automatisches Geld ein. Das ist. Nee, das will ich eigentlich. Soll ich das aktivieren? Zwar. Ständen und dann von Maschinen. Will ich das? Nein, will ich noch nicht. Kostet mich 5000 Eier, Alter. Gibt's im Ort. Ich weiß jetzt nicht, kriege ich mehr Geld dadurch, dass ich jetzt mehr Parkplätze freikauft habe? Weil, no, also ich schaue mir das einmal an, aber ich glaube, ganz viel werden da jetzt momentan nicht, oder? Ich meine, es sind schon viele Autos da, aber. Na gut, es kommen aber schon einige Autos. Da liegt schon wieder ein Hinniger. Die sind noch echt fleißig. Schatz. Hat er den nicht erwischt? Hat er gezahlt? Ich hoffe, dass er gezahlt hat. Jawohl! Da fliegen sie die Leute, Alter. So mag ich das. Alter. Aktuelles Level 17! Alter, unser Park wird immer größer. Das Riesenrad betreiben. 15 Mal. 100 Punkte, das ist gar nichts. Aber ich freue mich schon auf die nächste Attraktionation. Aber ich muss dafür sicher den Grund da freischalten. 100 Probe, sonst hat es gar keinen Platz. So, wir haben 13 Uhr, da können wir noch ein bisschen Kohle sammeln. Wie viele Burger? Ah, da ist noch genug. Ja, der Hotdog-Stand hat ein bisschen viel angelegt. Wie schaut es diesmal beim Eis aus? Ah, der hat schon noch, das passt schon. Wie schaut es im Parkpark? Ja, naja, Notowal-Park da habe ich noch immer keiner. Und das wird wahrscheinlich erst im Laufe der Ding-Zeit, also der Early-Access-Zeit, wird der Parkbereich auch noch freigeschaltet werden, schätze ich mal. Oder ab einem gewissen Level, das steht da glaube ich nicht. Oder steht da was? Nein, da steht einfach nur gesperrt. Weiß ich nicht, ob der erst mit der Zeit frei wird. Ich verstehe ja nicht, warum man da nicht eine zweite Reihe gemacht hat, ob da, weil da war noch genug Platz, weil die Parkplätze sind jetzt fast voll. Und das mit den Tickets ist auch ein bisschen umassist, aber ja. Wie oft ist das Fahrgeschäft jetzt schon drinnen? Ah, das gehört nach dem Tod sicher repariert. Da ist auch. Ich glaube, das Riesenrad kann ein bisschen länger. Ja, das ist heute noch nicht einmal benutzt worden. Alter, es ist schon 2:30 und es ist noch nicht einmal gefahren. Also das Riesenrad brauche ich noch einmal alle 4 Tage, glaube ich, reparieren. Ja, der gehört auf jeden Fall auch repariert. Ich sage, ich muss, glaube ich, schon fast, ja, normal, ja, 7 zusperren, damit wir alles reparieren können. Mal schauen. Mal gucken. Das Problem ist nämlich, dass die Sachen sonst ewig brauchen. Die Frage ist auch, rentiert es, wenn man einfach 2 Hotdog- und Ice-Cream-Standl und Burger-Standl baut, oder macht das nicht viel Unterschied von den Verdiensten her? Das ist halt das, was ich noch nicht so ganz eruiert habe. Ja, Kinder, der Park wächst, aber es braucht halt, es kostet jetzt immer alles immer mehr. Und um große Kohlesprünge zu machen, müsste ich immer mehr Sachen aufbauen. Aber solange ich alles selber reparieren muss, ist das halt alles miteinander ein bisschen Scheiß. Da krieg ich Lust auf Langosch. Aber ich hab kein Langosch-Geschäft. So, wie viel halten das noch aus? Also ich darf sie auch nicht übersehen, die Gesundheit, weil wenn sie auf Null fällt, dann zerreißt sie den ganzen Apparat und dann war's das. Alter, was ist mit euch zwei Alter? Was haut's denn hier auf meine Automaten, Alter? Was ist denn los mit euch? Glaubt's denn hier überhaupt, wer ihr seid? KC, Junggenossen? Ist durch. Okay, hören wir uns noch ein klar. Ab wann musst du nicht mehr alles selber reparieren? Reparieren musst du, entweder kannst du einen Roboter dafür kaufen, täglich, kostet aber Schweinegeld, da, es gibt verschiedene Reparaturroboter. Kann ich da jetzt sagen, die sind da oben. Siehst du, da haben wir die Reparaturbot 1, die können reparieren, Reparaturkapazität 10 Sachen. Und die kosten für einen Tag 6.000 und für 10 Tage 60.000. Reparaturbot 2, der 25 Apparate reparieren kann, kostet für 10 Tage schon 150.000. Und der Reparaturbot 3, der 50 Sachen reparieren kann, kostet für 10 Tage schon 300.000. Und nur für einen Tag schon 30.000, versteht ihr mich? Deswegen, ich brauche jetzt schon einen, der was Minimum da 25 Sachen reparieren kann, und der kostet mich 15.000. Jetzt sind sie auf jeden Fall noch viel zu teuer. Weil ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 Apparate, die jeden Tag repariert und gewartet werden. So, wir sperren zu, Kinder, ihr kennt es mir, ich muss reparieren, gell. Sonst läuft mir die Zeit wieder davon und das bringt nichts. So. Jetzt soll ich nochmal jeder spielen, der spielen will, und dann gibt es nochmal aufs Maul. Jetzt holen wir uns einmal die Knädel, was die Maschinen wieder alle. Weil jetzt werden wir uns auch dann die nächste Attraktion am nächsten Tag kaufen, wenn es ausgeht alles. Ich meine, ich weiß nicht, was die anderen Attraktionen dann einspülen, gell? Die, je teurer die Attraktionen sind, wie viel das sie dann einspülen, das muss ich erst schauen. Der hat aber richtig fett Kohle angeworfen, Alter. Und jetzt kommen erst die Standeln, schaut sich das an. 23. 25 und 27k, das ist schon mal alles andere wie schlecht. Jetzt gehen wir alles reparieren, was repariert gehört. So wie das Teil, gehört auf jeden Fall repariert. Und noch einmal für alle, dass ich das Spiel holen, bitte lasst die Gesundheit nicht auf Null fallen. Das heißt dann nicht, dass das Gerät einfach nicht benutzt werden kann, sondern das heißt, das Gerät explodiert und ihr müsst alles neu kaufen. Das Gerät samt den lieben Angestellten, der fast noch einmal so viel kostet, oder die Hälfte vom Gerät selber Minimum kostet. Und das ist, steht nicht dafür, da ist gescheiter, ihr repariert es, es kostet zwar leider auch Geld, obwohl ihr es selber macht, aber, weil ihr seht, jetzt habe ich da fast 2000 gezahlt, um die Maschine zu reparieren. Aber es gehört halt einfach repariert und es schnell, bevor man die Ausdauer ausgeht. Jetzt hab ich glaube, halber müsste eigentlich reichen zum Stursperren. Jetzt habe ich nämlich eigentlich fast noch viel Ausdauer. Aber ich habe noch ein paar Apparate zum Reparieren. Das ist ein bisschen nervig. Das muss ich sagen. Der Reparaturbildschirm, am Anfang denkst du, hey cool, lieb, Abwechslung. Aber wenn du dann einmal etliche Drogen und Apparate hast, dann erstens ist es eh immer das Gleiche. Und zweitens ist es nur Zeit. Es ist wirklich nur zeitaufwendig. Also, da war gescheiter gewesen, ich muss halt so wie geil und mein Geld fürs Reparieren zahlen und dafür ist die Sache erledigt, als wie dass ich da jedes Mal vier Kabel zusammenstecken muss. Ehrlich. Wirklich. Muss ich sagen, sollte man. Und die Reparaturroboter sind halt viel zu teuer. Alter, wenn du für eine Kapazität von 10 Maschinen reparieren, für einen Tag schon 15.000 für den Roboter zahlst. Und dann weiß ich aber nicht, heißt das, der repariert der erst kurz davor, bevor sie eingängen? Oder repariert das jedes Mal und es wird also bei Benutzung und es wird automatisch von seiner Kapazität angezogen, weil dann hast du sowieso ein Problem. Weil ich brauche halt jetzt schon in zweiten Stufe Roboter und der kostet mich schon für einen Tag 30.000. Oder was das waren. Oder der 50, ist auch, wenn der 15.000 kostet, der, also Stufe 2. Das ist einfach viel zu teuer für das Reparieren. Dann musst du wahrscheinlich die Reparatur trotzdem noch zahlen, auch wenn du den Roboter dafür hast. Also, ja. Das kannst du machen, wenn du einfach so groß bist, dass du sowieso nicht mehr hinten hochkommst und aber auch dementsprechend Kohle generierst, sodass es wirklich sich auszahlt. Lukas, danke für dein Abo. Junes Katzen 8020, grüße. Danke für dein Follower, schon mal, oder bist du schon länger dabei? So. Versteht ihr mich? Versteht ihr meine Probleme? Okay, ich habe auch Probleme. Ja, nicht nur ihr. Gibt es irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Beschwerden von der Community-Seite her, bitte? Ihr habt das Spiel gewählt. Und ich finde es nach wie vor eine Bombe. Noch einmal muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel selber ist la legendär. Sag ich das auch? La 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 la. Eins, zwei, drei, brrrr! Du geile Butterblume, du Schöne! Hanspa, danke fürs Abo, ich grüße deine Fuße! Ab ins Game Mose! So. Tagesende, ja, ein Apparat, na dann haben wir es geschafft. Stress mich jetzt nicht. Jetzt okay, es ist doch genau richtig, wenn ich um 19 Uhr zusperre. Um alles zu reparieren, was repariert kehrt. Habe aber gleichzeitig vergessen, da zum Zusammenrahmen. Ich hoffe, das macht jetzt nichts, wenn ich das jetzt schon mache. Na, du sollst den Speisen nein, Mann! Schnell, schnell, schnell. Anzahl der Müllsäcke. Ja, ich mache ja eh schon. Vier. Ah, da ist noch einer. Zwei. Da ist ein.
sind die zwei. Da herüben läuft einer um einen Hund und schmeißt den Müll weg. Okay, ich muss zurück, es hilft nichts, sonst bin ich gleich wieder bewusstlos. Das kostet wieder nur Sinn, das Geld. Ich bin eingesperrt, aber mein Gott, da geht's noch. Jetzt kaufen wir ins nächste Fahrgeschäft, Leute. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.